In diesem Abschnitt des Syllabus für Fortgeschrittene in der Tabellenkalkulation geht es um die Verwendung von Pivottabellen. Was sind Pivottabellen? Was kann man damit machen? In diesem ersten Teil will ich Ihnen erst einmal ein Fallbeispiel zeigen, welche dann in den nächsten Videos exemplarisch umgesetzt werden. Als Basis für die Pivottabellen dient in diesem Fall ein Datenbestand aus meinen Ausgaben aus dem Jahr 2004 oder später auch aus dem Jahr 2006. Diese Daten müssen gleichartig strukturiert sein, so wie wir das zum Beispiel auch aus Datenbanktabellen gewohnt sind. Und hier in der Excel-Tabelle, da haben wir also lauter Spaltenüberschriften, die eindeutig sind, keine taucht doppelt auf. Und wenn das der Fall ist, dann kann man aus diesen Tabellen eine Pivottabelle ableiten, eine Zusammenfassung der Daten. Aber zunächst kurz, was sind das hier für Daten? Ich habe an den Tagen, die hier vorne in der Spalte A genannt sind, Rechnungen erhalten und bezahlt. Daneben ist der Monat nochmal genannt, zu dem die Rechnung bezahlt wurde. Das brauche ich zum Beispiel für die Umsatzsteuervoranmeldung. Die Belege sind durchnummeriert, der Lieferant wurde erfasst, dann ein Text zur Zahlung und Umsatzsteuer wurde auch, wenn sie dann in dem Rechnungsbetrag enthalten ist, im Prozentsatz vermerkt. Dann ist das Wichtigste hier der Bruttobetrag, also einschließlich Umsatzsteuer, wie gezahlt wurde, Raiffeisen oder Bar oder Visakarte und dann noch, wo wurde das verbucht, bei Versicherung, bei Büro und so weiter. Das sind insgesamt ca. 180 Datensätze. Wir sehen das hier und die sind gleichartig strukturiert. Pivottabellen lassen Gruppierungen zu. Das heißt in diesem Fall zum Beispiel, dass wenn Lieferanten mehrfach genannt wurde, wie hier Rennert oder Google oder Amazon, dann kann ich aus diesen Mehrfachnennungen eine Zeile bilden, in dem zum Beispiel die zusammengefassten Bruttobeträge aller Rechnungen zu entnehmen sind. Ich kann Mittelwerte, Anzahl, Maximum und Minimum bestimmen. Oder ich kann auch prozentuale Verteilungen daraus erstellen. Ich habe das, was wir in den nächsten Übungen dann machen werden, schon mal zusammengestellt. Da gibt es hier zu den Daten aus dem Jahr 2004 schon mal eine Tabelle, die heißt Statistik 2004. Das ist eine Pivottabelle. Und da sehen Sie, hier in der Spalte A wurde jeder Lieferant einmal genannt. Die Bruttosumme, die steht hier für diesen Lieferanten. Es wurde häufig bei dem gekauft, wenn hier mehr als eine 1 steht. Hier ist also aber oft nur eine 1 zu finden. Das war ein Umsatz im ganzen Jahr. Wenn wir die Summe und die Anzahl haben, lässt sich daraus der Mittelwert bestimmen. Aber das wird auch so als Funktion angeboten, ebenso Maximum und Minimum. Wenn man dann nach unten blättert, dann sehen wir hier in der letzten Zeile ist das Gesamtergebnis genannt, alle Bruttobeträge von allen Lieferanten, 170 Umsätze waren das und da stehen auch Minimum, Maximum und Mittelwert. Und wenn ich mir die Daten anschaue auf dem Blatt 2004, dann sehen wir, dann müsste das, was ich hier sehe, die 10.247,48, das müsste ja da auch stehen. Wenn ich den Spaltenkopf G markiere und schaue mir unten in der Statusleiste an, da steht die gleiche Summe wie eben am unteren Ende der Pivottabelle. Das hier war das erste Beispiel, aber ich will noch mehr zeigen. Die Quartalsstatistik für 2004, das ist jetzt nicht nur pro Lieferant ein Gesamtergebnis. Hier habe ich das auf die Quartale verteilt, das heißt, es geht hier als zweites noch die Zeit ein, vier Quartale und da kann man dann die Quartale auch noch in die zugehörigen Monate aufklappen. Das habe ich hier gerade mit dem Klick auf dieses kleine Symbol getan. Und so kann man dann also auch hier im in der unteren Zeile sehen, die 10.247, die gibt es hier genauso. Die Gesamtsumme hat sich nicht geändert. Und so verteilt sich das dann auf die Quartale. Dann habe ich hier noch eine Pivottabelle, die habe ich Lieferantenstatistik genannt. Da ist dann zu sehen, wie in den einzelnen Monaten die Umsätze
der Lieferanten verteilt sind. Nicht die absoluten Beträge tauchen hier auf, sondern die Anteile. Alle Umsätze geben 100%, steht hier unten rechts. Und wie sich das auf die einzelnen Monate verteilt, das sehen wir hier. Und das sehen wir natürlich auch bei den einzelnen Lieferanten. Bei manchen Lieferanten wurde in jedem Monat etwas gezahlt, aber manche tauchen eben nur einmal auf. Dann geht es hier noch rechts weiter. Das wurde jetzt für das Jahr 2004 gemacht. Wenn man dann Daten aus einem anderen Jahr hat, dann muss man nicht die komplette Pivot-Tabelle neu erstellen, dann muss man nur die Datenquelle neu zuordnen und dann hat man sofort eine gleichartig aufgebaute Statistik. Es tauchen aber dann andere Namen auf, weil vielleicht andere Lieferanten hinzugekommen sind oder Lieferanten sind weggefallen. So viel zum Einstieg in die Pivot-Tabellen. In den folgenden Videos werde ich dann zeigen, wie man diese Pivot-Tabellen entwickelt. Was für Schritte sind nötig, damit man dieses Ergebnis am Ende hat?